Willkommen im Stadt Velodrom, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Und da haben wir die Startformation von Olympique Marseille. Paul Lopez ist im Tor. Renan Lodi spielt mit Jonathan Klaus in der Abwehr. Jordan Vertu steht mit Jeffrey Konokbia im Mittelfeld. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Der Torwart ist heute Alex Meret. Piotr Zielinski steht gemeinsam mit Stanislav Lobotka im Zentrum. Und im Sturm ist Viktor Osimhen. Klasse Tackling. Veretu. Klaus. Veretout. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Aubameyang. Vitinha. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Zielinski. Guter Pass. Am Ball jetzt Kwicha Kvaratskhelia. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Sambo Anguissa. Stanislav Lobotka. Piotr Zielinski. Das hat er geahnt. Zielinski. Das ist Osimhen. Sie suchen die Lücke, Nebenleute bieten sich gut an. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Veretout. Unwiderstehliches Dribbling. Jordan Veretout. Chance zur Führung. Der Unparteiische pfeift zur Halbzeit. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Amina Ritz. Vitinha. Stark, das war's mit der Chance. Stanislav Lobotka. Am Ball jetzt Viktor Osimhen. Machen Sie gut, Steilpass. Weiter gefährlich nach diesem Block. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel.
Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Muss Einwurf geben. Sie wechseln. Osimhen. Piotr Zielinski. Am Ball jetzt Stanislav Lobotka. Jetzt kann da was entstehen. Das ist Stanislav Lobotka. Vielleicht die Führung jetzt. Ist es das? Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Osimhen. Da muss er aufpassen. Gueye. Correa. Balerdi. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn Sie jetzt treffen, gewinnen Sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Das könnte gefährlich werden. Und Aubameyang. Joaquín Correa. Wieder Aubameyang. Wichtiges Tackling hier. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Pape Gueye. Gueye. Ball ist weg. Toller Einsatz. Matteo Politano. Könnte die Führung werden. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.